herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich auf jeden Fall ein kleines Unboxing-Video mal geplant. Ist ja jetzt schon wieder ein gutes Stückchen her, wo ich das letzte Video dazu gebracht habe. Und zwar hat es der ein oder andere schon in einer meiner letzten Ninja-News im Hintergrund gesehen. Ihr müsst mal so ein bisschen auch im Hintergrund achten, was da so abgeht, Freunde. Weil manchmal verändere ich ein bisschen was hier so an der Kulisse im Hintergrund. Oder könnten kleine Hinweise sein auf zum Beispiel zukünftige Videos. Und ja, in den Ninja-News zum Beispiel war diese Figur im Hintergrund. Und zwar eine Blue Vegetto-Figur. Und die habe ich freundlicherweise von Figuya zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank an Figuya. Schaut unbedingt auf jeden Fall dort vorbei. Da gibt es wirklich günstige Figuren. Sehr viele Figuren. Und auch sehr viele Figuren, die bestimmt auch euch ansprechen. Deswegen schaut da unbedingt vorbei. Vielleicht findet ihr ja die ein oder andere Figur. Und ja, Figuya unterstützt mich schon wirklich jetzt einige Jahre lang. Und da freut es mich immer wieder, wenn ich eine Figur zugesendet bekomme, um die natürlich dann auszupacken, euch zu präsentieren und meine Meinung zu dieser Figur abzugeben. So, dann machen wir jetzt aber weiter. Blue Vegetto ist am Start, Freunde. Dragon Ball Super, wer kennt's nicht? Da hat dieser Charakter seinen Auftritt noch einmal bekommen nach Dragon Ball Z mit einer neuen Form und zwar dem Super Saiyajin Blue. Man kann es hier auch nochmal sehen, Dragon Ball Super. Hier vorne sehen wir ihn drauf. Hier an der Seite sehen wir natürlich nochmal drauf. Hier sieht man natürlich auch, dass das Kamehameha leuchtet, aber das wird natürlich nicht der Fall sein. Dann haben wir hier nochmal den Vegetto von einer anderen Pose. Und im Hintergrund sehen wir nochmal die komplette Figur. Ja, ich würde mal sagen, legen wir doch direkt mal aus. Ich habe natürlich wieder mein allseits beliebtes Messerchen dabei. Messerchen ist gut, Freunde. Passt auf jeden Fall auf, wenn ihr so ein Messerchen habt. Und dann machen wir jetzt erstmal einen Schnitt. Oh, ich liebe dieses Messer. Das ist so richtig schön scharf. Das schneidet schön durch, wie Butter halt einfach. Ist einfach krasses Messer. So. So, da hat es gerade ein bisschen gehängt. So, die Figur kommt natürlich wieder in so einem Teil hier wieder an, in so einem Pappteil wieder schön zugepflastert. Und wir müssen aus seiner Plastikbombe hier gleich mal befreien. Und mir fliegt gleich hier gleich alles um die Ohren. So, wir haben auf jeden Fall eine riesen Tüte, wo der komplette Charakter drin ist. Erstmal den kopflosen Vegetto, dann sein Oberkörper und natürlich sein Unterkörper und der Sockel, der ihn eben festhält. Ich werde ihn jetzt mal kurz hier draus befreien. Und dann bauen wir das Ganze auf jeden Fall mal schön zusammen. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, ihr bekommt ganze drei oder beziehungsweise vier Teile geliefert. Und zwar natürlich den Kopf einmal. Hier könnt ihr ihn sehen, da ist der Kopf. Er ist auf jeden Fall hart am Schreien hier gerade. Dann bekommen wir hier nochmal den Oberkörper. Sieht einfach alles ein bisschen weird aus, wenn man das mal so sagen darf. Dann bekommen wir hier seine breit gespreizten Beine. Und wie gesagt, den Sockel, diesen Steinsockel, der ihn eben nochmal ein bisschen stützt, dass er zum Beispiel nicht umfliegt oder so. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich baue das Ganze jetzt einfach mal kurz hier vor der Kamera zusammen. Ist eigentlich ziemlich easy gemacht. Ihr steckt einfach die Teile aneinander und dann habt ihr das eigentlich schon geschafft, Freunde. Ist ein bisschen mit Kraft, muss man ein bisschen dagegen drücken und dann ist es eigentlich easy peasy. Ich muss gleich mal hier sagen, es gibt ja wirklich eine große Fanbase, was Vegeto betrifft und es gibt auch eine große Fanbase, was eben Gogeta betrifft. Ich würde gerne mal von euch wissen, seid ihr eher so ein Gogeta-Fan oder eher so ein Vegeto-Fan? Bei mir ist es ehrlich gesagt eher Gogeta. Ich hätte mir zum Beispiel damals auch bei Dragon Ball Super gewünscht, dass vielleicht er einen Auftritt nochmal gefeiert hätte, dass er auch wirklich Kanon wird. Weil er ist ja nur in dem Film aufgetreten, Gogeta. Und deswegen wäre mir das vielleicht sogar noch mal ein bisschen lieber gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem Vegeto in Dragon Ball Super aufgetaucht ist, bin ich großer Fan auch von ihm geworden. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach nur an der Blue-Form, weil ich die Blue-Form halt wirklich sehr feier. Aber ja, mittlerweile mag ich auch Vegeto, aber ich bin eher noch so der Gogeta-Fan. Aber schreibt mir mal eure Meinung rein, wie das bei euch aussieht. Hier habt ihr jetzt auf jeden Fall die Figur. Den Sockel brauche ich ja jetzt nicht präsentieren, auf jeden Fall. Hier habt ihr die Figur, so sieht die im Komplettaufbau aus, Freunde. Sieht auf jeden Fall richtig mächtig aus, muss ich ehrlich sagen. Also wenn, es gibt ja mittlerweile auch so Figuren, wo zum Beispiel hier so eine Kristallkugel drin steckt, hier. Und dann kann man die mit Batterien oder wenn man die ansteckt oder so, dann leuchtet die oder so. Das wäre vielleicht hier noch ganz cool gewesen, da hätte man vielleicht nochmal ein bisschen was draufzahlen müssen für die Technik. Aber das wäre dann nochmal ein bisschen fresher gewesen. So eine Figur möchte ich auch nämlich immer gerne haben. Habe ich bislang noch keine. Aber im Großen und Ganzen sieht die auf jeden Fall ziemlich fresh aus und bin stolz, jetzt endlich mal einen Blue Vegetto zu haben. Ich habe bis jetzt nur Super Vegetto gehabt und sieht auf jeden Fall ziemlich gut verarbeitet aus. Einziger Nachteil ist mal wieder, dass die anfangs sehr riecht nach diesem Plastik. Ihr kennt das, wenn man so, jeder, der eine Figur schon mal ausgepackt hat, das ist so eine richtige Plastikbombe, die einem ins Gesicht fliegt. Und das ist bei der Figur auch nicht anders. Das ist immer mein großes Manko. Aber das verfliegt nach ein, zwei Tagen und dann ist es auch auf jeden Fall weg. So sieht auf jeden Fall die Figur aus. Schreibt mir eure Meinung ganz gerne in die Kommentare. Ich werde auf Instagram nochmal ein paar Bilder posten und ja,
bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Auf jeden Fall nochmal Dankeschön an Figuja für diese Figur. Der Link zu dieser Figur ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei, vielleicht ist die was für euch, vielleicht wollt ihr die auch haben. Macht sich auf jeden Fall gut hinten im Regal und die wird jetzt auf jeden Fall mein neues... ja, Mitglied der Dragon Ball Familie. So, Freunde, das war es dann auf jeden Fall auch für das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung ganz gerne in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ja, schreibt, wie gesagt, eure Meinung rein. Wenn ihr mehr Figuren-Videos haben wollt, lasst es mich ebenfalls wissen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Vegeto sagt auch nochmal Tschüss mit einem schönen Kamehameha. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tödelö!